Hallo und herzlich willkommen. Dänemark ist nicht nur wegen der leckeren Hot Dogs und dem köstlichen Soft Ice einen Besuch wert. Man kann bei unseren Nachbarn im Norden auch wunderbare Fahrradtouren machen. Mehr als 10.000 Kilometer bieten die über 70 Radwege in Dänemark. Traumhafte Natur, kaum Höhenunterschiede und das Meer im Meer. Das Meer immer in der Nähe. Fahrradfahrer kommen hier voll auf ihre Kosten. Die schönsten Radtouren durch Dänemark. Fahrradtour durch Nordalsen. Eine Radtour durch Nordalsen ist vor allem ein besonderes Naturerlebnis. Hier gibt es zahlreiche Süßwasserseen, die sich einer vielfältigen Vogel- und Tierwelt erfreuen. Weiterhin ist das Gebiet reich an Wäldern. Die Strecke beläuft sich auf knapp über 40 Kilometer Start. Start- und Zielpunkt ist Capri bei Finchey. Rund 3 Stunden ist man für die Runde auf seinem Drahtesel unterwegs. Wer Glück hat, begegnet dabei einem Seeadler. Weitere Informationen bietet diese Bericht. Fahrradtour über Blygidland. Land ist eine Halbinsel nordöstlich der Stadt Abenra zwischen der Gena-Bucht und dem kleinen Belt, die neben tollen Sandstränden beeindruckend Felsen aus der Eiszeit und wundervoll Wissen zu bieten hat. Von Reeperbahnen geht es etwa 97 Kilometer bis nach Sonderbaloway, was gute 2 Stunden in Anspruch nimmt. Diese sind gespickt von atemberaubenden Ausblicken und Entdeckungen seltener Pflanzenarten. Drittens, Fahrradtour über Stevensklint. Die UNESCO Welterbestätte Stevensklint ist 66 Millionen Jahre alt und eine Steilküste im Südosten der dänischen Ostseeinsel Seeland, die aus der Zeit des Aussterbens der Dinosaurier stammt. Die Fahrradroute ist fast 40 Kilometer lang und asphaltiert. Sie startet entweder in Kage oder Tretvik und endet auch in einem der beiden Orte. Um sich abzufahren, braucht man knapp 2,5 Stunden. Viertens, Fahrradtour entlang der Westküste Seelands. Etwa 18 Kilometer führt der Radwanderung vorbei an verborgenen Naturschätzen und Hofläden, die zum Verweilen einladen. Los geht es in Loropway. Das Ziel bei der Olemossway in der Kleinstadt rund 1 Stunde und 15 Minuten dauert das Vergnügen, das einem die Westküste der größten Insel Dänemarks näher bringt. Tipp: Badesachen und Grillzeug einpacken, um die am Tüstrip so halt zu machen. Fünftens: Fahrradtour entlang der Route des 6. Juli. Am 6. Juli 1849 fand die Schlacht um die
Planstadt Fredericia statt, deren Wallanlagen bis heute erhalten sind. Damals befreiten dänische Truppen Fredericia aus der Belagerung Schleswig-Holsteinischer Rebellen. Die Radstrecke verläuft ringförmig, weshalb man an einer beliebigen Stelle starten kann. Für die rund 36 braucht man etwa 2,5 Stunden, die auf Wunsch mit Reiseführer zurückgelegt werden können.